Und deswegen in der Luft liebten sie. Es waren so die beiden Hauptkin. Verfügbar, die man brauchte. So hatte man das so geplant. Es flog auch, aber er konnte sich als Jäger nicht mehr durchsetzen. Und schauen Sie sich einfach nur dieses Flugbild an, wie er hier seine Bahnen zieht. Währenddessen zieht die Salamander hier ihre Bahnen. Die Anfänge der Triebwerkstechnik waren da auch noch knifflig. Die Motoren, die Triebwerke hielten nicht sehr lange, waren auch noch sehr wartungsintensiv. Auch der Wirkungsgrad war nicht so dolle. Sie verbrauchten unheimlich viel Sprit. Der war halt auch knapp. Und insofern sah man den Triebwerk mit gemischten Gefühlen sah man es an, aber letztendlich gab man den Startschuss für dieses Triebwerk, weil man einfach die Flugleiste brauchte, die Schnelligkeit, weil mit dem Jäger war man schneller als alles andere, was damals zu dem Zeitpunkt in der Luft war. Das Fahrwerk ist ausgefahren. Er kommt jetzt zur Landung rein. Ich hatte das Prozedere schon erklärt. Es wird erst ein Überflug mit ausgefahrenem Fahrwerk gemacht, um zu kontrollieren, ist alles stimmig. Mangels fehlender Kontrolllampen im Cockpit, das hat man nun mal nicht, man steht hier auf dem Boden. Das wird von außen kontrolliert, nachdem er jetzt gesehen hat, alles in Ordnung. Kann ich landen? Ja, ich kann. Hat er jetzt das Triebwerk gedrosselt, hat sich jetzt die Landung eingeteilt und kommt leicht driftend mit der Maschine rein.
muss auch sehr genau landen, hat ein sehr enges Fahrwerk, aber das macht er super und hier ist sein Applaus. Die Anfänge der Düsen.